Ach, jetzt habe ich Baumstämme fräsen vergessen. Ah. Mann, Mann, Mann. Ach, das ist wieder doof. So, hallo Leute, da bin ich wieder zur nächsten Folge, Folge Nummer 4 von meinem Bauprojekt Let's Play auf Goldcrest Rally im LS17. Ja, ich bin der Schrobi, um es auch einfach mal zu sagen, damit jeder weiß, wer ich bin. Ich stehe hier vor der Güldegrube neben den Baumstämmen und ich habe jetzt den Anhänger gewechselt, weil ich jetzt doch festgestellt habe, dass dieser Krone-Häckselwagen anscheinend doch keine Hackschnitzel laden kann. Ich wurde da dahingehend anders informiert, aber gut. Jetzt, weil ich hier bin. Und was eigentlich ganz lustig ist, hau ich jetzt hier noch ein paar Bäume rein. Läuft der jetzt? Warum läuft der nicht? Was? So. Aber jetzt. Hau ich jetzt noch ein paar Bäumchen rein. Zum Glück kann ich noch hochheben. So. Boah, das ist doch zu groß. Alter. Was hat der für fette Baumstämme gegeben? Ich dachte eigentlich, dass die so viel zu groß sind. Bin ja richtig kräftig geworden. Da habe ich viel trainiert. Ja? So. Ja, einer noch. Gut. Weiß nicht, wie es in der letzten Folge aufgefallen ist, was ich da vergessen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand in den Kommentaren vielleicht schon geschrieben hat oder nicht, weil ja, die Folge ist ja noch nicht raus, was ich vorher aufgenommen habe. Ja, ich habe natürlich vergessen. Jetzt schauen wir mal, ob ich da irgendwie hinkomme noch. Warte mal, nee, da muss ich über die Karte zur Tankstelle. Ich habe vergessen, die Saatguttanks hinzumachen. Also hier zur Demonstration, man kann hier halt mit dem Hochdruckreiniger bis hier vor, das sollte reichen von der Reichweite her. Und dann kann man sich hier hinstellen zum Tanken und dann Tanki Tanki und dann kann man hier schön sauber spritzen. Optimal. So, jetzt gehe ich aber darüber. Damit ich, also ich bin jetzt nur hierher, erstmal um das so zeigen, dass ja die Saatguttanks noch fehlen. Und außerdem muss ich ja, wenn ich platzieren will, muss ich ja auch in der Nähe sein, damit ich da nicht so ewig weit über die Karte scrolle. Gut, jetzt haben wir hier die Saatguttanks. Saatguttanks, das sind ja Mods, ne? Wer die Mods nicht kennt, ich werde die unten in der Beschreibung reinmachen. Ansonsten, falls ich es vergesse oder so, die gibt es einfach auf der offiziellen Seite im Mod-Hub. Müsst ihr einfach ein bisschen durchsuchen. Ist ja, kann man sicherlich auch ohne den Link selbstständig finden. Gut, jetzt machen wir hier Saatgut. Nicht genügend Geld. Ach Gottchen. Ja, das muss ich wieder rausschneiden. Ich muss mich jetzt kurz als Admin einloggen. Habe ich ganz vergessen, weil ich ja neu connected habe. So, bin ich wieder da. Jetzt aber, sieht da oben, habe ich Geld. Jetzt kann ich das kaufen. Ach, ich bin da im falschen Menü. Ich bin ein Depp. Hier muss ich hier. So, also, sind ja auch nicht so teuer. Gut, jetzt schauen wir mal. Bei dem Teil muss man aufpassen. Da sieht ihr da unten, am Boden in der Mitte zwischen diesem Gestell, diesen Gestänge ist da so ein kleiner Pfeil. Und dieser Pfeil muss irgendwie außen sein. Da muss man die Kamera dann so drehen, dass man da hinschaut und dass es dann da ist, wo man auffüllen möchte. Also jetzt in dem Fall ist es zur Hauptstraße raus. Ne? Zack. Dann haben wir noch den Mineraldüngertank. Flupp. Bin ich denn jetzt? Ach hier. Ja, der passt auch. Ja, mal ein bisschen Abstand. So. Dann haben wir den da noch. Wo bin ich denn? Wo stellt er mich denn immer hin? Achso, immer da, wo ich hier gestanden habe. Ne? Gut, da ist das Problem jetzt, dass da irgendwie nicht so ein Pfeil ist. Da muss man den einfach mal irgendwie so hinstellen. So. Gut, da stehen sie auch. Sieht auch ganz nett aus, ne? Herrlich. Ja, das ist doch toll. Ja, ne? Kann man so lassen. So, dann machen wir vielleicht jetzt hier in der Folge.
Das wird wieder ein bisschen dauern. Jetzt fahre ich den LKW mal auch. Den LKW. Ich sage immer LKW. Traktor. Fahre ich jetzt hier mal weg. Ich fahre den aus dem Bild raus. Wenn ich mich jetzt da einen Screenshot machen für Thumbnail. Das hört jetzt auch live mit dabei, wie das Thumbnail entsteht. Dann stelle ich den jetzt mal da her. Dann mache ich diesen Entwicklermodus an wieder und schaut das ganze Gedöns hier aus. So, bitte lächeln. Katsching. So, mache ich das wieder aus. Und dann gehe ich da jetzt vor zu einem Traktor, nicht zum LKW. Und weil ich halt dabei bin, fahre ich den gleich hin. Aber jetzt geht es dann auch direkt so weiter mit dem Projekt, weil jetzt werde ich diese Bäume fällen. Das sind ja auch nur zwei Bäume, die werde ich auch häckseln, die muss ich nicht mit wegfahren mit dem LKW oder so. Es sollte eigentlich also ein bisschen zügiger vonstatten gehen. So. Dann parke ich den mal. Vielleicht so hier. Ja, hier so an der Anhöhe, da kann er ein bisschen runterrollen, ne, auf die Straße. So macht man das immer. So. Gut, jetzt tun wir hier. Ja, wie mache ich das jetzt? Mal schauen. Nee, warte mal, ich mache das anders. Ich mache das jetzt mit dem hier. Mal schauen, wie das läuft. Ich kann ja auch mit dem Teil, kann ich ja auch Baumstämme packen. Und ich würde die jetzt schon gerne hierher machen. Ja. Damit ich dann da mit dem Häcksler von da hinten daher fahren kann. So, was war jetzt die Bäume geplant? Der hier. Dann fahre ich den so her, dass ich da auch, dass der möglichst in die Richtung fällt, wo er hin soll. Nein, nicht so. So. Jetzt sieht man wieder nichts. Falsche Seite angemacht. Hier, zack. Weg. Ah. Wunderbar. Ziemlich genau dahin wollte ich ihn haben. So. Dann war es noch der Baum hier, der mich gestört hat. Der soll möglichst auch da hinten runterfallen. Dann fahren wir mal da. So. Ja. Da sehe ich wieder nichts. Zack, weg. So, dann schalte ich diese Säge aus. Gut, die Bäume sind auch recht klein, ne? Sind kürzere Bäumchen. Aber das kommt mir entgegen. Brauchen wir hier nicht so lange rumtun. So. Der noch. Kein Ast, das ist einfach nur Bodentextur. Dann sehe ich das hier auch weg. Gut, dann probiere ich jetzt mal. Mache jetzt ohne Lenkrad. Dann kann ich jetzt auch packen, diese Bäume. Und dafür ist das Teil ja auch konstruiert. So richtig klappen tut es nicht. Ja, das ist halt immer das alte Problem, dass die Bäume da ein bisschen zu leicht sind, vielleicht. Man die einfach dann so schön wegschieben kann. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Jetzt, ja, gut, jetzt tue ich hier. Wenn man kommt, hat dann einfach nicht drunter mit der Gabel.
Das kannst du komplett vergessen. Und das ist halt das war aber auch beim LS15 schon so. Weißt schon, wie willst du da reinkommen? Du schiebst den Baum immer nur vor dir her und du schaffst es nicht, den, dass der da mal so ein bisschen hoch geht, dass du den ordentlich mit der Zange packen kannst. Ja. Keine Chance, das ist wieder so halb drauf. Ja, kannst du vergessen. Kannst du vergessen, weil da kann ich mich jetzt noch eine halbe Stunde spielen, bis ich das vielleicht mal mit Glück in 10 Jahren oder so mal zufällig reingefummelt habe. Durch irgendeinen Bug, der was den anderen Bug aufhebt. Sag ich jetzt mal. Ja, da komme ich mit dem besser hin. Weil da klappt es zwar auch nicht, wenn man das so macht, aber man kann da wenigstens die Gabel oder die Poltergabel so lange drehen, dass man den halt von oben nehmen kann und dann geht's schon. Aber naja. Da könnte ich jetzt auch einfach das so probieren, da brauche ich das gar nicht herfahren. Da komme ich doch auch so hin. Weißt du, man kann ja das auch hier einfach so reinheben. Dann brauche ich hier gar nicht ewig lang rumeiern. Dann läuft es, ich schalte es immer ein und dann steige ich aus. Wahrscheinlich muss ich noch warten, bis der richtig angelaufen ist oder so. Ja. Gut, wir hatten schon mal, es liegt schon mal drauf, das ist schon mal gut, das fällt nicht runter. Man kann jetzt hier schön einfach von hinten so reinschieben. So, Vollgas, komm, friss den Baum. Ah, läuft. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, und darum ist auch dieses Teil jetzt einfach, um mal deine Bewertung abzugeben. Das Teil kannst du eigentlich vergessen, sage ich jetzt mal, weil man, der fällt zwar schön schnell die Bäume, aber zum Abtransport ist er nicht geeignet. Und ja, für was sollst du das kaufen? Mit der Motorsäge geht es jetzt auch nicht so viel langsamer. Ja. Dann nehme ich lieber das und da habe ich die Motorsäge, die brauche ich dann eh, um die Bäume klein zu schneiden meistens und ja, das ist einfach diese zusätzliche Investitionsaufwand, das ist nicht wert. Sage ich jetzt mal, ja. Gut. Jetzt habe ich natürlich das Zeug hier auch noch ein bisschen ungünstig platziert, sage ich mal. Ah ja, ich finde es schon herrlich, dass das so auch schön stehen bleibt. Das Problem ist, wenn wir rückwärts fahren, das wird ja auch gut gehen, oder? Ja. Zack. Ach, Entschuldigung, mein Gott, ich muss manchmal niesen, das ist furchtbar. Da komme ich auch nicht schnell genug auf die Mute-Taste oder so. Wieder ein Baum. Ein Ast. So. Gut, es geht jetzt aber auch nur, weil die Bäume hier auch nicht gar so lang sind. Also geht es zumindest so gut. Also wenn sie länger gewesen wären, hätte ich es halt nochmal auseinandergeschnitten. Das wäre auch gegangen, aber. Aber man geht es geht halt hier jetzt recht fix, weil man halt diese kleinen Bäume hat, braucht man nur zweimal fahren für die. Zumindest jetzt für die gefällten Bäume. Also. Oder dreimal fahren, weil ich ja. Ich hatte ja drei Bäumchen da. Naja. Also so geht es eigentlich recht gut Hackschnitzel machen auch, wenn man gar nicht mit da. Wenn man jetzt nicht mit der Hand die alle reinschnaufeln will.
Gut, das wäre jetzt so viel das hier. Jetzt kann ich hier vielleicht noch ein paar so rein hier. Ja. Einer noch, oder? So. Weg damit. Gut. Aber damit will ich jetzt gar nicht so viel Zeit verplempern. Ich werde jetzt hier vorne, da wo die, zumindest da wo die Gewächshäuser hinkommen, vielleicht da wo der Wasserturm ist, da würde ich jetzt gar nicht, weil das ist nur eine kleine Fläche. Das ist vernachlässigbar. Aber zumindest da, wo die Gewächshäuser jetzt hinkommen. Würde ich jetzt schon gerne den Rasen mähen. Oder die Wiese oder wie auch immer. Rasen. Rasen ist ja eher so das, was man im Garten hat, so. Ne? Aber ich verwechsel es gerne. Ich bin ja kein. Bin ja nicht vom Fach. Ne? Sieht gut aus. Ach, jetzt habe ich Baumstämme fräsen vergessen. Ah. Mann, Mann, Mann. Ach, das ist wieder doof. Das muss ich auch noch machen. Jetzt wollte ich schon hier motiviert zur Tat schreiten und den Rasen hier wegmachen. Aber die Wiese, ins Gras mähen. Ganz vergessen, dass ja noch die Baumstämmchen im Weg sind. Naja. Das will ja wieder nicht weg, oder? Ah, doch. Eieiei. Mein Gott, das sind auch wieder so viele Baumstämme hier. Da könnte ich eigentlich gleich noch ein paar mehr machen. Ha? So zwei, drei noch. Ja, die Baumstämme werden halt nicht gern weggefräst. Das ist immer ein bisschen eine doofe Arbeit. Da fällt jeder nur die Bäume, aber Baumstämme macht keiner weg. Da liegt auch noch ein Baumstamm. Also ein. Das heißt Baumstämme, Baumstümpfe halt, oder wie sie heißen. Ne? So. Naja, das reicht jetzt schon. So. Der Staat hat den Motor. Oh Mann. Oh Mann, dass das wieder anläuft, das Ding. So. So, dann haben wir eine Bahn noch zurück und das sollte dann auch reichen. Wie ich da so rankomme. So geht es vielleicht ganz gut. Nein, den nicht ausschalten, so. Dann klappe ich das mal alles wieder weg hier.
stelle es an die Seite, weil das Aufräumen Zeug, das mache ich jetzt nicht hier in der Folge. Oder in dem Let's Play allgemein, meine ich. So, was ich jetzt noch mache, ist hier den Rasen wegfahren. Den Rasen, ich sage immer Rasen. Das Gras halt. So. Und das fahre ich auch noch zu den Kühen runter. Und dann soll es mal das sein für dieses Let's Play. Und für diese Folge. Nur für diese Folge. Genau. Und in der nächsten Folge werden wir das hier alles, werde ich das hier alles hinbauen. Ein bisschen platzieren, auffüllen auch. Ne, man muss ja dann Wasser reintun, Mist reinstreuen, einschaufeln und alles. Und dann kann ich vielleicht auch noch kurz vielleicht noch die Schweinchen versorgen, wobei die ja nicht so viel brauchen. Ne? Jetzt haben wir hier ganze 16.865 Gras rausbekommen aus diesen zwei kleinen Wiesenflächen. Aber gut. Ja, da ist hier dann ein ordentlicher Weg hier, ne? Hier vorbei, Sonnenblumenfelder. Jetzt wieder dick Sonnenblumen. Unten Feld 24, 23, 22 ist glaube ich Weizen. Ein ganz schöner weiter Weg. Die Straße ist auch ewig lang. Schau dir das an, da kannst du so weit schauen. Das ist echt der Wahnsinn. So, die Kühe. Naja. Naja. Muss ich dann gleich hier irgendwo links rein. Ja, nach dem Fluss, nach der Brücke. Die fahren auch immer rein, das ist der Hammer. Die bleiben nicht stehen und schauen, ob da jemand kommt oder irgendwas. Einfach rein und auch wenn ich kurz davor bin. Egal. Aber jetzt, ja, da geht's rein. Vorne sieht man auch schon ein Gewächshaus. Ja, so wird es dann, so ähnlich wird es bei den Schweinen dann auch aussehen. Gut, also hier ist ja auch der Futtertrog. Ach komm, wo bleibt er denn jetzt hängen? Da wird er doch rumkommen hier. Wo kommt er denn da jetzt nicht rum? Meine Güte. Stell dich doch nicht so an. Na gut, jetzt haben wir hier. Ja, die brauchen nicht viel, ne? Das war ja auch schon recht voll. Das wurde ja schon alles gemacht für die Tiere jetzt größtenteils. Jetzt machen wir hier noch den Haufen so dahinter. Wenn wir das hier abkippen, sozusagen. So. Ja gut. Dann zurückfahren tue ich jetzt nicht mehr im Let's Play. Die brauche ich ja jetzt oben nicht mehr. Ich danke dann fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Oder einen Kommentar schreiben. Das teilen oder wie auch immer. Guck mal, ich gehe jetzt hier rein. Zum Abschluss. Nee. Ja, also wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen und sage dann tschüss, bye bye. In der nächsten Folge. Hier Kopfsalat. Und da vorne, das ist natürlich nicht standardmäßig im Spiel enthalten. Aber als Mod gibt es hier dieses tolle Hanfgewächshaus. Yeah.
Gibt auch schön Geld.